Haben wir noch mehr Clips? Wir haben ja noch ein paar geile Sachen. Ich will sehen, wie wir im Fluss waren. Ja, Sido hat unsere Schilder gemalt. Er hat sich ein bisschen einen größeren gemalt. Das war auch geil, dass die bei den Ritter spielen mit Sido im Team. Das war geil. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren ein sehr gutes Team. Ich darf auf Twitch nicht kotzen. Oder zieh dich an. Ja, das darf man doch nicht, oder? Nein, darf man nicht. Wie bescheuert sehe ich aus. Das waren die Ritterspiele. Da konnte man Dukaten für seinen Mate freischalten. Ich wusste, dass ich das so safe gewinne. Oh, nicht schlecht. Fuck. Nicht schlecht. Lass liegen. Jo, was ist das für eine Perspektive? Was wir sehen. Einfach nichts gesehen von dem Wurf. Mann, wieso? Hier war auf jeden Fall eine Grünfläche und die ging noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und dann war da die Burg, so ein Vordach. Und dann kam die Burg da. Und die dachten, wir werfen nur auf die Wiese. Ich wusste, dass ich übel die Burg attacken werde. Ist das ein Salat? Das ist das Futter für die Ziege, ja. Haben Sie so Schleuderdings oder was? Ja, nee, ich verstecke es einfach nur, damit die zuerst machen. Too wide, too right. Hier? Too wide, too ja, right. Ja, weit ist egal. Halt für mich, Junge. Egal, gut. Erstmal abgucken. Boah, Alter! Boah. Jetzt los! Ja! Ja, das Ding ist so geflogen. Das kannst du nicht mit den anderen Würfen vergleichen. Ich glaube, ich war doppelt so weit wie der zweite. Ey, wir müssten für die Fünfkampf-Sportprüfung, Leistungskurs Sport, Kugelstoßen, Diskus, Speerwurf machen. Und als es hieß, Digga, ihr müsst diesen Salat werfen, da wusste ich ganz genau, hier ist der Spaß vorbei. Oh, das Allergeilste war, das ist so aufs Dach geknallt, auf die Burg. Das war so ein richtig altes, 100 Jahre altes Scheißdach irgendwie. Die dachten, das geht kaputt. Dann so, oh, Scheiße. Der hat das Dach getroffen. Das war so kurz vor so einem Fenster. Und dann lag dieser aufgeplatzte Salat auf dem Dach. Und dann hieß es von der Produktion, dass das jemand wegräumen muss. Und dann kamen Leute vom Team und die haben versucht, das von unten wegzumachen, haben von oben durchs Fenster geguckt und haben den Salat da von der Burg nicht mehr wegbekommen. Von diesem Vordach. Ja! Digga, wie er kaputt gegangen ist auf dem Zeitlupe. Du hast das Ding aufs Dach gehauen. Ja. Slavik hat mir überlegt. Anlauf. Stimmt. Slavik hatte das gesehen, hat sich jetzt überlegt, wie kann ich weiterwerfen? Der war noch komplett konzentriert nach dem Wurf. So ein Salat war perfekt zu werfen. Der war schön schwer. Der hatte gut Gewicht, dass man gut beschleunigen kann. War aber deutlich. Also noch nicht so schwer. Ich dachte vielleicht, scheiße, wie schwer ist so ein. Vielleicht musst du es auch stoßen wie eine Kugel. Vielleicht kommst du damit weiter, aber dieses Schleudern. Enttäusch mich nicht. Ich geh mal so vor. Nein. Oh, bleibt das. Oh je, oh je, oh je. Ah, er hat das auch gemacht. Schlechtes. Ah, hier sieht man das Dach. Er hat irgendwie hier so hingemacht. Er hat sie irgendwie hier oben aufs Dach, kurz vor der Wand. Er macht perfekt. Oh Gott. Ist doch übel gut, dass so ein Salat so einen kleinen Griff da oben hat. So ein Kohlkopf. Das ist geil. Hingefallen. Ganz knapp neben den Kameramann. Was hat denn der Kameramann getan? Der ist einfach hingefallen. Nach den ganzen Ritterspielen und der Ritterrüstung. Oh ne, warte, eine Sache muss ich noch sehen. Das Ritterkämpfen war eine meiner absoluten. Oh, ich hab's perfekt gefunden. Okay, ich hab's perfekt gefunden. Ey, das sind deutsche Nationalmannschaft, Extremsport, Ritterkämpfen. Übelst die Maschinen. Die sahen alle darunter aus. Ich glaube, der eine Foltermeister, das war auch einer von den Rittern, glaube ich. Oder einer hatte die gleiche Struktur. Der hatte auch so lange Haare und das waren nur Muskeln. 2 Meter groß, nur Muskeln. Also ganz krank, was da für Leute unter der Rüstung standen. Ist ein Extremsport, natürlich ein Nischensport. Und so eine Rüstung mit allem drum und dran kostet 2.000 bis 5.000 Euro. Die Rüstung ist von den Leuten der ganze Stolz. Es war aber an dem Tag in der Sonne über 20 Grad und in der Rüstung wird es halt 30, 35 Grad. Und Knossi sollte jetzt die Rüstung anziehen. Von dem Kollegen hier. Aber der war schon eine Stunde in der Rüstung, hat gekämpft. Die war sehr nass geschwitzt. Der Foltermeister war der 6. stärkste Mann Deutschlands. Ja, so sah der auch aus. So sah der auch aus. Na, auf jeden Fall war das. Also die Ritterrüstung ist sein ganzer Stolz. Aber ihr wisst auch, wie sehr Knossi. Ja, wie nennt man das? Man kann sagen, nah am Wasser gebaut ist, wenn du weinst. Er ist nah am Würgen gebaut. Also wenn ihm irgendwas nicht passt, dann ist er schon schnell beim Würgen. So wie ich beim Gemüse. Ist er bei ekelhaften Sachen. Boah, man sieht ja, wie dunkel das ist. Das ist alles Wasser. Und den Achseln, das ist alles Wasser. Das ist. 3 Jahre alter Schweiß, das ist. So eine Rüstung ist geil, aber natürlich kannst du die nicht sauber machen. Die ist so warm und nass. Und er wirkt. Er hat nur seine Hand im Armloch drin und wirkt schon. Die Rüstung ist sein ganzer Stolz, Alter. Und Knossi fängt einfach an zu würgen, das ist so assi. Ja, lieber so als. Da auch noch hin. Oh, den Arm müssen wir.
Mitarbeit bitte, junger Mann. Genau. Ist der nass oder geht's? Mittelalter. Ich war auch noch die ganze Zeit. Ist der nass oder geht das? Geht das? Oder ist das nur klamm? Das geht doch mit der Rüstung, oder? Ein bisschen hocharbeiten. Jetzt mach's, ja? Komplett. Komm. Ja, Alter. Oh Gott. Du musst es ja voll kriegen. Das ist so assi. Das ist so assi. Er leiht ihm seine heilige Rüstung aus. Sie bedeutet alles für ihn. Und genau sie ist so am Er versucht, ihn noch zusammenzureißen. Er war noch danach 2 Stunden, weil danach schlecht. Danach kam Fluss, ja. Ist schon schwer auch ein bisschen. Bewegen, soll ich? Ja, ja. Fangen, versuch irgendwie zu fangen. Oh, der war fast. So nochmal. Muss der drin bleiben? Oh, der war schlecht. Ja, na klar. Ja. Und jetzt haben wir gewonnen. Das hat kein anderer geschafft. Das hat kein anderer geschafft. Ah ja, hier hieß es am Anfang, dass wir sollen im Sitzen machen. Da meinten wir, Digga, wie low im Sitzen, das machen wir im Stehen. Achso, da bin ich schon dran. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Na komm, ich bitte. Stay, stay, stay. Stay, stay, stay. Guck mal, wie sie taktieren. Oh! Hey! Ja! Ja! Nein, er hat auch gefallen. Aber du zuerst. Ja, aber du, you first. Nächster Win für Sido. Richtig. Das war geil. Der Kampf gegen Pfizer war so legendär. Das war sehr legendär. Ich dachte dreimal, ich habe gewonnen. Alter, Faisal, frisst den. Das Blöde war, sobald du schlägst, verlierst du das Gleichgewicht. Digga, was ist das? Wieso ist noch keiner runtergefallen? Was zum Fick? Den will ich nochmal sehen. Ich habe ihn nochmal gut einen Kopf gedrückt. Was war das? Knappes Ding. Geiler Fight. Geiler Fight. Ey, diese Mittelalter-Schlafgewänder. So, Marc. Barfuß besser? Würdest du es nochmal machen? 100 Pro. Es war ultra geil. Ey, mit den Drohnenaufnahmen, das ist eine Ultra-Bereicherung, sieht total geil aus. So. Geh direkt rein. Alter, hau ab, ey. Spring! Wer geht? Ja, komm, geh rein. Egal, das ist keine. Vor allem alle so, yo, geil, Abkühlung im Fluss. Und dann haben die Leute den Fuß reingesteckt und dann wollten alle nicht mehr so. Flach springen. Jo. Stell dich hin! Stell dich hin! Kann man stehen? Oh, der Bodenbelag war echt ekelhaft. Da waren überall Pflanzen auf dem Boden und Schlamm und so ein Scheiß. Halt ein Fluss, ne? Na komm rein jetzt! Der fast reingefallen. Digga, ich hab so die Schwimmnudel gerettet. Die hätte kein anderer retten können. Warum haben wir das getan? Nudel gerettet. Ey, Trimax, guck mal. Trimax, richtig. Sportschwimmen, Sportgymnastik. Ganz gut, fast ohnmacht. Jetzt hast du eine. So kalt, oder? Ja. Vielleicht. Ey, dann Respekt, dass du in die Spree geschwommen bist. Boah. Krass. Bist du ein guter Schwimmer? Sehr guter Schwimmer. Ich war, wie lange war ich drin? 20, 25 Minuten? Ich hab gepisst. Alter, wie sie gepisst haben. Ich bin extra ein bisschen weggeschwommen. Flussaufwärts, weil natürlich, klar, wenn du im Wasser bist, dann konnten vorher nicht gehen. Da gab es keine Möglichkeit. Die haben halt alle flussabwärts gechillt, ne? Jetzt kommt meine Lieblingsszene. Sie holt ein Stück Fleisch. Und ich krieg die Schweinewurst. So, dann fällt sie noch hin, aber er hat sich gut gefangen. Aber das war, ich glaube, es war Schweinefilet. Also, er hat ein riesiges Stück Schwein gegessen.
Und Elena wollte nicht, dass er das rauskriegt. Ich glaube, er weiß es auch heute noch. Ich kann es jetzt leaken. Die hatten nur Schwein da. Die hatten Schinkengriller, Schweinewurst und das war Schweinefilet. So eigentlich mit Barbecue-Soße zu essen. Das war ein Riesenstück Schwein. Wie kann er das nicht schmecken? Mein Gott! Nicht, dass du dich jetzt überschreibst. Ich fühle mich gerade wie im Sommerurlaub. Auch wenn das Wasser nicht kalt ist. Einfach im eiskalten Fluss chillen, neben der Burg, auf einer Schwimmnudel mit einer Schinkengriller in der Hand. Das ist ein Dream. Ja, aber habt ihr nicht gehört, siehst du? Oh, habt ihr das gehört? Habt ihr Elena ganz leise gehört? Was? Das war eine gute Auswahl. Hört mal ganz genau hin. Du musst mal das, das ist Schwein. Was ist das für Fleisch? Das ist Schwein. Hört mal ganz genau im Hintergrund. Secreto? Das geheime Filet. Ja, habe ich ihn nicht gehört. Hä, hab ich Ihnen nicht gerade ein Stück davon gegeben? Alter, ich hab's aufgedeckt. Ich bin scheiß Detektiv. Ja, ne? Ja, ja, ne? Ja, aber hat er nicht gemerkt, siehst du? Ja, aber hat er nicht gemerkt, siehst du. Kann das bitte jemand Slavik schicken? Man hört's einfach, wir waren noch auf Sendung. Okay, okay. Ey, insgesamt, das Mittelaltercamp fand ich unfassbar geil. Unfassbar geil. Also hat wirklich so viel Spaß gemacht, da vor Ort zu sein. Auch jetzt die Aufnahmen und so. Ihr scheint es ja auch sehr heftig gefeiert zu haben. Großen Respekt an Knossi und das ganze Produktionsteam. War sehr, sehr geil. Das hat echt gut mit reingepasst. Das hat auch wirklich Spaß. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn es das nächste Camp gibt, bin ich sehr gerne wieder mit am Start. Auch Faisal, Sido, Slavik, die ich vorher noch, oder Faisal ja einmal getroffen, aber mega gut harmoniert, hat ultra Spaß gemacht. Alle und viele Leute, die ich ja schon vorher kannte, Sascha, Nico, Knossi und so. War wirklich nice. War wirklich sehr, 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 sehr nice.